Heute möchte ich ein Seifenblasenpapier machen. Das heißt, ich puste Seifenblasen, bunte Seifenblasen auf ein Papier, die darauf platzen und dort ihre farbige Spur hinterlassen. Und ich möchte euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr solche Ergebnisse hier am besten erzielen könnt. Zunächst mal nehme ich dafür gestrichenes Papier. Gestrichenes Papier bekommt man in der Druckerei und das ist ein sehr glattes Papier und wird zur Herstellung von Prospekten oder auch Flyern benutzt. Und man kann nicht wirklich gut drauf malen oder zeichnen, weshalb man eigentlich auch immer gute Chancen hat, so ein Papier zu bekommen. Und es gibt noch mehr Leute, die sich gerne mal Restpapiere aus der Druckerei holen und so ein gestrichenes Papier, das bleibt meistens übrig, eben weil man es sonst nicht wirklich gut gebrauchen kann. Aber für diese Seifenblasentechnik ist es super geeignet. Denn es ist so glatt, dass wenn die Farben trocknen, auch die Pigmente oben auf dem Blatt stehen bleiben. Und man sieht das hier, es ist sehr farbenfroh. Und zum Vergleich habe ich hier zwei Papiere, die zum Zeichnen sehr gut geeignet wären mit einem Bleistift oder Feinliner, die also etwas rauer sind. Aber man sieht hier, da ist sind die Seifenblasen so ein bisschen eierig. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Und auch sind die Farben nicht so leuchtend. Und das hier ist ein Aquarellpapier. Da sind sie dann auch ein bisschen verlaufen. Also das ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Weshalb ich also hier so ein gestrichenes Papier vorziehe. Ja, was kann man als Farbe nehmen? Als Farbe kann man in die Seifenblasenflüssigkeit Tusche einrühren oder auch eine hochpigmentierte Aquarellfarbe. Für Kinder empfiehlt sich zum Beispiel die Aquarellfarbe von Stockmar. Die ist sehr gut geeignet dafür. Und wenn man mit Erwachsenen arbeitet, dann kann man auch eine Tusche nehmen. Man muss aber eben aufpassen, weil man bekommt die Farbspritzer auch mit. Die hat man auch im Gesicht, die hat man auf der Brille, die hat man auf der Kleidung. Also alte Kleidung anziehen und auch immer wieder die Farbspritzer vom Mund abwischen. Ja, die Seifenblasenflüssigkeit, die habe ich in dem Fall selber angerührt. Und zwar ist das das Rezept, das könnt ihr euch auch notieren. Glycerin bekommt man in der Drogerie, also nicht im Drogeriemarkt, in der Kette, sondern noch in einer gut sortierten alten Drogerie oder möglicherweise auch in der Apotheke oder schaut im Internet nach. Und damit lassen sich dann größere Mengen ansetzen, relativ kostengünstig. Genauso gut kann man allerdings auch die Seifenblasenflüssigkeit kaufen. Die gibt es ja, wenn man mit größeren Mengen arbeitet, in der Kita, auch im 5-Liter-Kanister. Also auch das geht ohne weiteres. Funktioniert. Ja, was kann man jetzt damit machen, wenn man so ein Papier hergestellt hat? Da möchte ich euch ein paar Sachen zeigen. Zunächst mal kann man so ein DIN A3 Blatt nehmen und man kann es laminieren. Und gerade für die Kita ist das ganz schön, weil dann kann man damit Platzsets machen. Bei Kindern ist es so, die schaffen noch nicht so viele Seifenblasen so schön zu pusten. Das braucht ein bisschen Übung, aber sie müssen oder können auf die Art und Weise pusten lernen und das ist eine schöne Motivation. Also das würde sich als Platzset eignen, einlaminiert. Und überdies sollte man diese Papiere, wenn man sie mal irgendwas damit macht, was man noch anlangen muss, das sollte man immer laminieren, denn aufgrund der Seifenblasenflüssigkeit ist das nicht abriebfest, sodass man das an den Händen hat. Also man könnte auch Untersetzer machen für ein Glas, auch das geht. Und hier habe ich so ein Mäppchen gemacht aus so einem DIN A3 Blatt. Hab hier noch Löcher eingebracht und dann so eine Gummiband-Büroklammer. Schließe dazu gebastelt. Hier habe ich ein Lesezeichen gemacht und ich verwende dann gerne einen Eckenabrunder. Die gibt es auch zu kaufen.
Das sind so kleine Geräte. Also ich habe hier so eins. Das hat drei verschiedene Einstellungen und ist dann, also das veredelt dann diese Arbeiten einfach nochmal. Hier habe ich ein Blatt eingescannt und habe es mit Photoshop bearbeitet. Und da gibt es ja verschiedene Filter und da kann man auch ganz irre Effekte erzielen. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Für groß und klein ist da jede Menge Experimentierspaß enthalten in dieser Technik. So, jetzt zeige ich es nochmal kurz, wie es geht. Ich habe hier schon in verschiedenen Gläsern angerührte Seifenblasenflüssigkeit mit Farbpigmenten. Ich habe hier so kleine Pusteröhrchen und puste das jetzt mal aufs Papier. Man muss ziemlich nah ran an dieses Röhrchen. Und die Seifenblasen, die haben dann so ihr Eigenleben. Steuern kann man es nicht so. Also ein bisschen schon, aber nicht allzu viel. Und ist aber vom Zufall gesteuert, dieses Ergebnis. Und bei Kindern ist es so, dass sie das Pusten natürlich auch erstmal lernen müssen. Und ich denke aber, dass das auch eine gute Motivation ist, so eine Technik da zu haben. Und es fördert auch die Ausdauer. Und sowas würde ich mit Kindern also immer mit diesen Pusteröhrchen und auch auf diese manuelle Art und Weise machen. Aber wenn man jetzt so ein ganzes Blatt machen möchte, kann man sich vorstellen, das dauert eine Weile. Und ich habe jetzt entdeckt, so eine Seifenblasenmaschine, die ich günstig erstanden habe. Das soll wohl ein Kinderspielzeug sein. Und die will ich mal benutzen und ausprobieren, ob ich damit effizienter und schneller meine Papiere herstellen kann. Ich habe da eine Batterie eingelegt, aber das Ganze ist eine Fehlkonstruktion. Hier sind so Stege in der Abdeckung und es lässt sich dann jetzt hier nicht mehr drüber schieben und befestigen. Also als Kinderspielzeug ungeeignet, aber vielleicht brauchbar für die Herstellung von Seifenblasenpapieren. Wer weiß. Also ich bin gespannt.